Heyo und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Wir sind bei der Mission Britannien und wir müssen alle britischen Machtzentren, Klammern auf, Ruinen, Klammern zu, erobern und halten. Okay. Caesar darf wieder mal nicht sterben. Ah, das kriegen wir hin. Okay, wir haben hier Seestreitmacht. Oh. Oh, diese dummen Feuerschiffchen schon wieder. Die gehen mir vielleicht hart auf die Eier, das glaubt ihr gar nicht. Egal, wir fahren jetzt einfach mal in irgendeine Richtung los und gucken, was da auf uns zukommt. Bin ich ja mal gespannt. Was da so kommen wird, außer Fischerbötchen. Ich habe jetzt schon die Theorie, diese Mission wird nicht ganz einfach, wenn ich die ganzen Feuerbötchen hier schon wieder sehe, die mir versuchen hier den Garaus zu machen. Ah, ein Transportschiff. Transporte gibt es bei mir nicht. Nö, 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 nö. Nix Transportschiff. So, da einmal reinfeuern, bitte. Aber wenn das Transportschiff jetzt hier vorbeifahren sollte, auf dem Weg zu mir runter, dann müsste ich das ja sehen eigentlich. So, Streitmacht dezimieren. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich an dieser Stelle hier gerade richtig bin, wo ich hin muss oder was auch immer. Hauptsache, diese scheiß Feuer, diese Galeeren kommen bei mir nicht an. Der Rest ist mir völlig Schnuppe. Deswegen zerstöre ich auch erstmal den Hafen von dem. Und die Dorfbewohner am besten gleich mit. So dass mein roter Kollege hier nicht noch mehr Feuergaleeren auf mich hetzen kann. Ich finde die Dinger nämlich ziemlich uncool, vor allem gegen schwere Kriegsschiffe. So. Transportschiff gibt's nicht, habe ich gesagt. Und Türmchen gibt es auch nicht. Diese dreiste Fischerkutte. Perfekt. Schön reingefahren. Danke, Transportschiff, dass du mir alles so einfach machst. Und jetzt der zweite Hafen weg. In der Hoffnung, dass der Gegner dann aufhört, mir irgendwelche Feuerschiffchen auf den Hals zu hetzen. Weil ich nämlich keine Lust auf die Dinge habe. Die kommen so nah und dann verletzen sich meine Typen wieder selber und was weiß ich. Sau behindert diese Dinge. Frag mich, wer die erfunden hat. Ja, lauft alle schön rein, habt schon recht. Da auch nochmal bitte. Und da auch nochmal bitte. So, jetzt einfach alles zerstören, was übrig ist. Ja, gut, mit meiner Armee brauche ich jetzt eigentlich noch nicht viel machen hier. Könnte höchstens dann mal hier gucken gehen, ob da vielleicht irgendwie eine Ruine ist, aber das sieht irgendwie nicht so danach aus. Aber hier habe ich noch ein bisschen Insel gesehen. Da könnten wir auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und ich denke auch, wenn die Insel hier anfängt, dann ist noch genügend Platz für Ruinen. Dass wir die da irgendwo herkriegen sollten. Na, da stehen noch ein bisschen Reiter, die sich gerne beschießen lassen. Ja, geht schön alle drauf. Wieder kommt da hinten durch. Ah, nein. Ah, verdammt. Jetzt habe ich wieder mal nicht aufgepasst. So, Dorfbewohner müssen weg. Da habe ich kein Mitleid mit denen. Der hier da oben auch am besten. Bevor der noch irgendwo hinten ins Land reinrennt.
Könnt ihr mal die Dorfbewohner treffen, bitte? Dankeschön. Ja, gut. War es das mit dem Gegner wohl? Dann fahre ich jetzt einfach mal hier hoch. Guck, was mich da so erwarten wird. Weil, ja, es war jetzt scheinbar nur der schwächste Gegner. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Gegner vor uns. Und ich will einfach jetzt erstmal von Wasser aus zerstören, was ich vom Wasser aus zerstören kann. Und da haben wir doch eine Ruine. Kann ich mich da durch den Wald schießen? Wäre irre witzig. Gibt's da noch irgendwas Interessantes? Nein, ich denke nicht. Dann könnte ich doch eigentlich hier irgendwo abladen, wenn es gehen würde, weil da überall Klippe ist. Und dann kann ich einfach da hochmarschieren und habe meine erste Ruine schon. Klingt eigentlich nach einem Megaplan. Deswegen verlade ich jetzt auch schon mal meine Kämpfer. Dass ich dann hier gleich einsatzfähig bin und ein bisschen Party haben darf. Was kommt hier noch so? Oh, ein brauner Dorfbewohner. Tja, tut mir leid, brauner Dorfbewohner. Tut mir echt leid. Gelbes Rennpferdchen. Brauche auch nicht mehr, glaube ich. Tschüss, gelbes Rennpferdchen. Und der Turm hier kann mit weg. Wenn es eine voll ist, geht ihr halt ins andere rein. So. Noch ein Türmchen. Tschüss, Türmchen. Scheint, als könnte ich da landen irgendwo. So. Einmal dahin schießen, bitte. Perfekt. Immerhin einer ist weg. Besser als keine. So. Nahkämpfer, Truppen. Noch mehr Nahkämpfer, Truppen. Und meine Bogenschützen kommen einfach mal hier mit rein. Das kann ich noch so von Wasser aus zerstören. Hier noch irgendwas. Da ist doch noch ein Turm. Gut, zerstören wir halt noch einen Turm. Und der Rest, ich glaube, den lasse ich einfach auf der Insel hier. Ganz dreist, wie ich bin. Und komme mit denen hinterher einfach. Wobei, ich weiß nicht, soll ich es wirklich riskieren? Weil ich meine, kann ja genauso gut sein, dass dann jemand auf dieser Insel landet und mein Helden wegkloppt. Ich riskiere es einfach mal, mit denen zumindest hier hochzufahren. Während ich hier weiter die Küste bombardiere. Da ist noch ein Türmchen. Ja, die nehme ich auch mit. Hier noch hin. Und hier noch hin. Perfekt. Na, jetzt kommt er aber an hier. Mit seinen Imba-Einheiten, die meinen irgendwie nicht ganz so viel entgegensetzen können. Ja gut, wenn er meint. So. Die kommen mal weg. Das wird Trupp 2. Das wird mein Schlägertrupp Nummer 1. So. Wo ist denn jetzt noch hier was drin? Da. Nein. Ach komm schon, Bogenschützen. Nein, ich hasse diese Katapulte. Aber sie helfen mir gerade. Deswegen bin ich ihnen dankbar, dass ich sie doch... Nein, 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 nein. Oh Gott. Ihr geht da wieder rein. Ist ja nicht auszuhalten. Und ihr Priester auf Nummer 3 halt erstmal alles hier wieder hoch. Die Ballisten stecke ich in meinen Zweiertrupp mit rein und du läufst da oben nicht weg. So, allgemeines Truppenheilen ist erstmal wieder und dann marschiere ich einfach mal Richtung oben hier so zu dem Orangen hoch.
und guck, ob wir zumindest mal diese eine Ruine irgendwie kriegen können. So, das reicht schon. Geht's da durch? Lass mal alle hier hoch. Die auch. Auch die Priester. Und auch die Katapulte. Kann ich mit den Katapulten eigentlich Wald wegschießen? Nein, kann ich nicht. Kann ich scheinbar nur mit den Tieren. Schlecht für mich. Oh, könnt ihr euch mal einigen, wo ihr langlaufen wollt? Die Katapulte ziehe ich erstmal hier hinter, weil da scheint ja doch nichts mehr zu sein dann. Und du darfst noch mit hier rüberlaufen. Wo ist mein zweiter Priester? Der steht da vorne rum. Was macht der da vorne? Und ihr kommt auch mit vor, bitteschön. Ach ja. Diese wunderbare KI. Ihr dürft schon mit da hochfahren, ihr müsst nicht da runterfahren. Alles klar, alles klar. Falsche Richtung. Pech gehabt. Aber ich kann mit meinen Transportschiffchen, wollte ich schon sagen. Die kann ich mal wegziehen hier. Mit denen kann ich mal diesen Bauern da töten. Einfach damit er weg ist. So, was schießt ihr schon wieder hier rum? Och Leute, was macht ihr denn da? Könnt ihr nicht einfach dahin laufen? Och Mann. Manchmal verfluche ich diese KI. Aber mit den drei Schiffen fahre ich das einfach mal hier entlang. Und guck, was ich von da aus töten kann. Und da kommt ein Priester, ein dreckiger. Nein! Ach, dieses Katapult. Dieses Scheiß. Oh ne, das war gar nicht mal ein Katapult, das waren meine Kriegsschiffe, die eigentlich hier hin sollten. Oh Mann. Dass ich auch immer auf die Fresse kriegen muss. Das ist so unnötig. So was Unnötiges. Ja komm, den kriegen sie schon. Ja. So. Den da oben bitte weg. Den Turm bitte weg. Ja, den Bauern dürft ihr auch töten. Halt, der Priester muss weg. Möglichst schnell und schmerzhaft. Weil ich hasse Priester. So, Bauern hasse ich auch. Zumindest wenn sie vom Gegner sind. So, Priester dahin, Katapulte. Lohnt sich jetzt mal mit wieder vor. Ich habe ja keine Ahnung, was uns da noch so erwartet. Deswegen sind die mal generell nicht verkehrt. Wenn ich auf... Apropos, hier ist noch eine Ruine, die ich gerade gesehen habe. Aber dieser Priester muss weg. Tut mir leid für dich, Priester. Tut mir echt verdammt leid für dich, Priester. Nein, nicht mein Bogenschützen. Nein. Ach du Scheiße. Ja, Priester, ihr dürft euren Job tun. Dafür habe ich euch mitgenommen. Da habe ich einen Turm entdeckt und ein... Ja... Geht mir noch mehr auf den Sack, würde ich behaupten. So, offensichtlich ist da so ein bisschen was vom Gelben. Nein, dieses Drecksack-Katapult. Ach, könnt ihr mal alle da bleiben, bitte. Nur wenigstens kurz. Oh, da kommt ein Priester. Okay, Priester hat sich erledigt. Habe ich nichts dagegen einzuwenden, aber ein Großteil meiner Truppen hat es einfach durch diese scheiß Katapulte da immer zerbröselt. Katapulte können abgeschafft. Einfach weg damit. So, die nehme ich jetzt mal mit hier hin.
Und ihr hört auf irgendwas zu schießen, bitte. Dankeschön. Und du haltst mal hier weiter. Hey. Nix gibt's. Du reparierst hier keine Mauer. Okay, Bärenbüsche. Was auch immer ich mit Bärenbüschen ohne Bauern will. Eigentlich könnte ich mir welche bekehren, aber dann kann ich kein... Bei kann ich ein Dorfzentrum einfach so bauen? Och nee, oder? Das finde ich jetzt nicht ganz so witzig. Genauso wenig wie dass mein Katapult hier schon wieder Party macht. Oh Mann, das hätte es nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen. Deswegen ziehe ich jetzt mal die Ballisten ein bisschen weiter vor. Dass ich den behinderten Scheißendreckspriester da noch kriegen. Nix gibt's. Oh Mann, ey. Kann ich die zurückbekehren? Oh, fuck. So ein Rotz schon wieder. Ich hasse gegnerische Priester. Ich hoffe, das merkt man. Ein Katapult, ein Priester nur noch. Naja. Muss ich mit abfinden mit dem, was man hat, ne? Nein, da habe ich noch einen Legionär. Wow, hey. Der wird mir jetzt mein Spiel retten. Nein, nicht der Priester. Ah, gut. Nein, 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 böses Katapult. Dieser scheißen Dreckspriester, ey. Ich könnte kotzen. So, wenn der jetzt noch einen hat. Habe ich ihn erwischt? Schaut gut aus, oder? Oh Mann, diese Verluste, die ich einfach durch diese Priester kriege, die sind schon ziemlich heftig. Meine Ballisten sind weg. Ein Katapult ist weg. Und nein, du machst jetzt mein Katapult nicht kaputt. Ja, das Katapult kann ich wieder nicht heilen, oder was? Doch, natürlich kann ich. So. Nix gibt's, du reparierst hier nix. Das Einzige, was ich dir erlaube, ist draufgehen. Draufgehen, habe ich gesagt. Nix reparieren. Kannst du das mal aufhören zu reparieren? Och nee, ey. Och, komm schon. Wie viel Priester hat er denn? Oh, zum Glück beide, ey. Ich krieg langsam echtes Kotzen mit den Priestern. Ich krieg so das Kotzen, das ist unglaublich. Jeden Priester, den ich sehe, der kriegt von mir in die Fresse und dieses Katapult beanspruche ich jetzt für mich. Mein Katapult. Und wenn nicht, geht's kaputt. Versuch war's wert, hat leider nicht geklappt. Hoffentlich hat er jetzt keine Priester mehr. Sonst kriege ich hier echt noch einen Föhn. Kümmere dich mal lieber um die Dinge. Ja, wobei, die Produktionsgebäude müssen auch weg. Die sind besonders nervig, wenn er da noch Einheiten rauspumpt. Deswegen lieber einfach mal alles zerstören, was zerstörbar ist. Zwei Ruinen haben wir ja schon ausfindig gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ruinen da insgesamt vergraben sind. Aber die ziehe ich jetzt mal weiter vor wieder. Die kriegen alle die Nummer 1 und das kriegt die Nummer 2. So, den darfst du noch heilen.
da wäre echt mal interessant, ungefähr wenigstens eine Ahnung zu haben, wo dieses, wo diese Ruine ist, sagte ich und habe sie gefunden. Okay, beschwere ich mich nicht. Den gelben mache ich trotzdem blatt. Einfach aus dem Grund, dass ich Gebäude bekehren kann, merke ich gerade. Ja, sowas merke ich gerade. Das heißt, wenn ich irgendwo was Cooles finde zum Bekehren, dann bekehre ich das jetzt einfach. Zum Beispiel das Regierungsgebäude. Einfach aus dem Grund, weil ich es kann. Finde ich ein ziemlich gelungener Grund. Da. Dann könnt ihr mal dieses Dorfzentrum da angreifen. Und was könnte ich noch bekehren? Wenn ich jetzt noch einen Dorfbewohner kriegen würde, könnte ich mir bestimmt irgendwo... Irgendwo kann ich das bestimmt. Wenn ich eins finde. Eine... Dingensbums. Lagergrube. Dings da. Ist schon. Bekehren. Da ist doch schon eine. Und da ist auch ein Bauer. Den schnappe ich mir jetzt. Wenn er da bleibt. Bleib da, bleib da. Perfekt. Höhöhö. Jetzt muss ich nur noch warten, bis mein Priester wieder voll ist. Dann kann ich nämlich einfach ganz dreist hier diese Lagergrube bekehren. Und dann können meine Leute Holz hacken. Und dann kann ich noch mehr Typen bekehren, weil die sich einfach so wunderschön gerade anbieten. Her mit dir. Lass die Finger von meinem Gold. So, da kann man noch was zerstören. Das Katapult zerstört das. So. Du dein Job, Priester. Was machst denn du da oben? Ah, das Gebäude kann man mitbekehren. Ist schon mal ein Feind weniger. So, ich will aber mehr Dorfbewohner haben. Aber ich kann jetzt ein Dorfzentrum bauen, für das ich nicht genügend Holz besitze. Schade eigentlich. Aber ja, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ich glaube, den schlimmsten Gegner haben wir eh schon besiegt. Deswegen marschieren wir jetzt einfach mal in diese Richtung da hoch. Und ich habe Angst vor einer Schlucht. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal mein Katapult. Ist einfach die imberste Sehreichweite von allen hat. Und dann latschen wir mal irgendwie da hoch. Keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Wird sich rausstellen, hoffentlich, vielleicht. Wenn wir ganz lieb fragen, wir könnten uns natürlich dann auch mit unseren Kriegsschiffen, die wir hier noch zur Verfügung haben. Ach, Mann. Kannst du mal aufhören, solche Scheiße zu machen? Immer diese betrunkenen Katapulte. Wir könnten uns nämlich jetzt einfach hier durchholzen, weil die können nämlich, ach komm schon. Dann bekehrst du den einfach mal ganz dreist. Dann darf der nämlich mal hier mit Sklavenarbeit. Und erstmal die Türmchen ausschalten. Nee, weil dann können wir uns, was ich vorhin sagen wollte noch, können uns hier jetzt eine Schneise durchschlagen. Dann können wir nämlich eigentlich von hier hinten reinlaufen. Dann haben wir uns vielleicht einen Umweg gespart, ich weiß es noch nicht. Aber sich diese Möglichkeit freizuhalten, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, schätze ich. So, hier noch. Hier noch. Perfekt. Da ist noch ein Turm. So. Dann würde ich sagen,
Tschüss, Pärchen. Oder auch nicht. Dürft mal alles beschießen, was da oben so rumläuft. Und vor allem diesen Priester da. Oder warte mal, kann ich den vielleicht bekehren? Das wäre irre witzig. Hihihihihihi. Trollolololololol. Finde ich witzig. Kann ich das Dorfbewohner? Nein. Dorfzentrum meine ich bekehren. So. Da ist noch ein Turm, der weg muss in der Zwischenzeit. Kriege ich den da irgendwie raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Naja, gut. Ist immerhin ein Priester, der mich nicht bekehren konnte, weil ich ihn bekehrt habe. Ist schon mal ein guter Priester. Priester, der nicht bekehrt, ist immer ein guter Priester. So. Stirb, du Schleudermensch, du. Ja, ja, immer diese Fernkämpfer. Die meinen, sie müssten vor mir weglaufen. Und im Endeffekt doch keine Chance haben. Warte, ich tausche die mal hier. Oder auch nicht. So, Priester, du darfst den bekehren. So, mehr Sklaven für meine Armee. So. Ja, ich hätte eigentlich ein bisschen mehr auf meinen Priester aufpassen müssen gerade. Habe ich ein bisschen verkackt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber noch ist er am Leben. Noch können wir Spaß mit ihm haben. So, jetzt müssen wir eigentlich Turm für Turm ausschalten und hoffen, dass da jetzt keine großartige Armee mehr kommt. Was wir machen könnten, ist mit einem Mal darunter zu gehen, um uns hier diese Ruine zu schnappen. Ich meine, gut, die Türme, die sollte man Legionär jetzt auch nicht wirklich aufhalten, sich das Ding hier zu schnappen. Ah, nein, 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 nein. Böses Katapult. Ich hoffe jetzt auch einfach nur, das bleibt in meinem Besitz. Alles andere fände ich nämlich ziemlich doof. Und du baust ja keinen Kornspeicher mehr hin. Eigentlich kann ich es mit denen hier vorlaufen. So. Kommt da oben noch irgendwas Interessantes? Scheinbar nicht, außer ein paar Witzfigureneinheiten, von denen ich sogar eine bekehren durfte. So. Eigentlich ist es hier voll der unfaire Kampf für die bösen, bösen Briten. Aber wenn sie sich mit den Römern anlegen müssen, unbedingt. Ich meine, das sind ja auch gerade nicht die friedlichsten, wie man gesehen hat. So. Oh, wie viel hat der denn noch? Dorfbewohner weg. Und Stück für Stück weiter vorrücken. Wie viel Schleudere hat der denn? Da oben noch irgendwas Interessantes. Sein Dorfzentrum. Zerstören wir doch lieber gleich mal das Dorfzentrum, bevor er auf die Idee kommt, noch mehr Unfug zu machen. Da, den dürft ihr auch kaputt hauen. Wieso könnt ihr denn noch nicht hochschießen? Jetzt könnt ihr wieder schießen, oder was? Oh Mann, diese Flachzangen. So, hier runter marschieren. Marschieren, marschieren, marschieren. Und dann holen wir uns einfach das dritte Dingsbums-Ruinen-Teil. Könnt ihr mal aufhören, irgendwo rumzuschießen? Bitte, dankeschön. So, Armeeeinheiten noch zerstören. Hallo. Nein, 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 nein. Ich wollte, dass du da oben angreifst. Wieso wähle ich das immer mit aus? Ich muss ein bisschen aufpassen hier, was ich auswähle. Jetzt kommt das Katapult doch wieder dran. Aber er baut noch fleißige Einheiten, sehe ich. Bemerke ich gerade.
Das heißt, wenn wir das Ding zerstören, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn wir Stück für Stück vorgehen. Ja, wir sind ja gleich da. Nur noch wenige Meter trennen uns vom Ziel und dieser Wichser da drüben hat das Teil da schon wieder eingenommen. Na gut, dann schicken wir halt wieder einen Soldaten zurück. Oder ich gehe mit dem Priester. Nein, der Priester ist zu langsam, um durch die Türme durchzukommen. Das ist der Schrott an der Sache. Könnt ihr mal aufhören, euch gegenseitig zu blocken? Bitte, Dankeschön. Los, lauf schneller. Da, mit dem Katapult fahren wir auch mal wieder hier runter. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis mein fettarschiger Legionär seinen Hintern hier zu dieser Ruine bewegt hat und diese lustigen Malereien umgemalt hat. Und zwar einfach in der Farbe Blau. Blau ist nämlich wesentlich schöner als Orange und deswegen haben wir jetzt gewonnen. Weil Blau einfach viel, viel cooler ist. So, Britannien wäre eingenommen. Dann gucken wir mal, wohin uns die nächste... Wohin uns, meine ich, nein, wohin Caesar uns als nächstes führen wird. Bis denne.